Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Close to the Sun. Ja, das Tor wurde ja in der letzten Folge aufgesprengt, wortwörtlich. Und wir schauen mal weiter. Entkommen Sie aus den Alpha-Quartieren und finden Sie Ada, Ada, wie auch immer. Da hinten ist offen. Aber das sieht mir nur wieder aus wie so ein Lagerraum. Ach so, nee, stopp mal. Da waren wir ja schon. Deine Zeit ist gekommen. Es wird bald alles vorbei sein. What the fuck? Boah, ich hab keine Lust wegrennen zu müssen. Ich bin der König der Welt! Halt die Fresse, Aubrey! Fresse, Fresse, Fresse! Hier wurde gerade ein Mann von einem Psycho... ausgeweidet. Oh nein! Das ist Ludwig! Das sind wirklich schlechte Neuigkeiten. Wirklich, wirklich schlecht! Hol mich hier raus! Oh, okay. Ich überlege mir in der Zwischenzeit was. Kannst du mich dabei zu den Biolabs lotsen? Da ist meine Schwester eingesperrt. Wenn sie nicht zu mir kommen kann, dann komme ich zu ihr. Geh einfach zu den Biolabs. Ich bin an den Toren. Mach sie auf. Aber leise. Immer wenn jawohl, wir reden. Madame. Warum? Bitte schön. Ich muss da wegrennen. Naja, rennen. Jetzt wird's mir angezeigt. Wow. Stopp! Ey. Scheiße! Wohin jetzt, Aubrey? Renn einfach! Verdammt, Aubrey! Ich hab's! Ich hasse es, wenn man in Horrorspielen wegrennen muss. Auf ein neues! Schiss ist, wenn man ohne FPS-Einbrüche auf einmal hat, wegen irgendeiner Scheiße. Und das nicht gerade wenig. Scheiße! Wohin jetzt, Aubrey?
Renn einfach. Fucking Aubrey! Missgeburt. Ich hab's am anderen Ende des Bahnhofs. Das andere Ende. Der letzte Bahnwagen. Letzten Wagen am anderen Ende des Bahnhofs. Los! Du! Du gehörst mir, Rose! Es ist alles deine Schuld! Ich werde mich rächen! Du wirst für das, was du getan hast, zahlen! Hä? Ha! Du hast es geschafft! Wow! Was für ein Sprint! Benny, ich hab dir doch gesagt, dass sie rennen kann! Verdammt! Ich hasse es, ein Horrorspiel wegrennen zu müssen, wie man mitgekriegt hat. Vor allem, wenn man so eine FPS-Einbrüche hat. Wobei ich keine FPS-Einbrüche habe. Ich weiß nicht, woran das liegt, dass es manchmal so scheiße leckt. Kapitel 4. Weiter geht's. Hey, ich bin's, Aubrey. Hat sich deine Schwester gemeldet? Nein, ich mache mir Sorgen. Sie hätte sich längst melden sollen. Die Sperre blockiert wahrscheinlich das Funknetz. Wahrscheinlich geht es ihr gut. Also ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu fragen, woher Ludwig deinen Namen kannte? Vielleicht hat er mich mit jemandem verwechselt. Ich möchte lieber nicht darüber nachdenken. Trotzdem, er wusste deinen Namen. Also muss er irgendwie verstehen, was los ist. Aubrey? Hilfe! Bin schon dabei! Festhalten! Er bewegt sich immer noch, Aubrey! Halt den Wagen an! Ich versuch's! Aubrey! Spring, Rose! Oh, Mist! Ja! Rose? Geht es dir gut, Rose? Naja, so. Das war knapp. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Danke, Aubrey. Das hätte schief gehen können. Eine Sekunde später und... ja. Also, wo bin ich? Ich habe gute Nachrichten und schlechte Nachrichten. Welche willst du zuerst? Die Schlechten zuerst. Immer. Also gut. Ich dachte, ich könnte dich bis zu deiner Schwester in den Biolaboren bringen. Aber offensichtlich wird das nicht passieren. Die gute Nachricht ist, ich weiß exakt, wo du hin musst, um in die Labore zu gelangen. Außerdem kann ich dich hiermit unterstützen. Okay. Ein Licht am Ende. Des Tunnels. Verstehst du? Ein Licht am... Ja. Egal. Folge dem Tunnel einfach bis zur nächsten Haltestelle. Das klingt schaffbar. Ich werde einfach ins Licht gehen. Großartig. Ich werde hier ein paar Dinge in Ordnung bringen. Ich melde mich später. Siehst du, Benny? Ich hab dir gesagt, sie wird's kapieren. Ins Licht gehen. Falls zum Anfang jetzt was gefehlt hat, ein kurzer Cut oder so, es tut mir leid, ich musste den PC mal komplett neu starten. Und dann hat Epic Games rumgesponnen mit dem Spiel. Irgendwie war die Cloud nicht erreichbar, wo das Spiel gespeichert wurde. Und anscheinend hat das Spiel allgemein Probleme. Also liegt es mit dem Sound definitiv nicht an mir, weil jetzt läuft ja wieder alles.
Großartig. Mehr Feuer. Und ja, wir lassen es uns aber nicht vermiesen, wenn die Soundprobleme wieder auftreten. Starte ich das Spiel einfach nochmal neu. Da gibt es halt mal noch einen Cut. Obwohl ihr wisst, dass ich eigentlich alles in One-Take-Aufnahmen aufnehme. Außer Minecraft halt noch. Aber nein, solche Spiele, da möchte ich nichts verheimlichen, da will ich, dass alles sichtbar ist. Und ja, ich weiß nicht, was ich jetzt hier machen muss. Ich komme nicht ins Wasser. Oder, oh doch, ich komme da rein. So kalt. So kalt. Ja, komm wieder raus hier. Musst du nicht deine hübschen Beinchen abfrieren. So. Naja. Gucken, wo uns die Reise noch hinführt. Ich muss irgendwelche Zettel finden. Ja. Rose, hast du es geschafft? Aubrey! Ja, ich bin an der Station. Wohin jetzt? Du bist in den Techniklaboren. Ich habe die Stromversorgung bereits zu dem Abschnitt umgeleitet, den du gleich betrittst. Ich habe mir erlaubt, einige ausgewählte Türen zu überladen, um dir den Weg zu den Biolaboren zu weisen. Folge dem Licht. Aber denk daran, dass ich nicht an alle herangekommen bin, also pass auf. Okay. Sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Naja, es wird wahrscheinlich nicht schön. Damit du es weißt, halt dir die Nase zu. Benny hat als Lebender schon gestunken, aber glaub mir, verwesendes Fleisch hat eine ganz besonders anrüchige Note. Stimmt doch, oh. Benny, oder? Er ist schon so eine Totenblume. Das klingt geschmacklos. Sicher, dass bei dir alles okay ist? Ich benutze den abgetrennten Arm meines besten Freundes als Rückenkratzer. Natürlich ist nichts okay. Lauf einfach weiter durch die Techniklabore. Ich melde mich wieder. Es geht schon wieder los, dass es hier Probleme gibt. Und es kotzt einfach nur an. Das Spiel ist so geil. Dann macht das solche Probleme. Tut mir leid, aber ich kann nichts dran ändern. Wie gesagt, ich nehme hier mit 60 FPS auf. Das Spiel läuft auch, ja, mit 60 FPS halt. Naja. So. Bei diesen Visionen bekomme ich Gänsehaut. Wie schlimm muss ein Zeitexperiment schiefgehen, damit die Vergangenheit sichtbar wird? Hi. Ich weiß jetzt auch nicht, wie lange ich vor dem Cut schon aufgenommen habe. Deswegen, ich sag mal, 8 Minuten werden wir bestimmt aufnehmen. Wir sind jetzt bei 6,5. Du schaffst das. Ich denke nicht. Kommt immer drauf an. Was? Entschuldigung, ich musste ganz kurz hier mal was gucken. Also,
Sabotage hat eine Quarantäne ausgelöst, die die Gefahr aber nicht eindämmen konnte. Gut, aber da sind zu viele Leichen für nur einen Psychopathen. Da muss noch etwas anderes sein. Da ist auch noch was anderes, ein schönes Monster. Also das Spiel spinnt total. Ich habe ganz leichte so, als ob irgendwas musiktechnisch, sprachtechnisch auftauchen soll. Im Ohr. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gehört habt. Auf jeden Fall. Wie läuft's, Rosie? Ja. Und was zum Teufel ist das für ein furchtbarer Krach? Ja, das. Könntest du diese Blitzmaschine vor mir abschalten? Ah, alles klar. Ich verstehe das Problem, aber. Tut mir leid, Rose. Sie reagiert nicht auf meine Befehle. Na super. Was mache ich? Was du am besten kannst, meine Liebe, du rennst. Diesmal musst du nur gleichzeitig den Stromblitzen ausweichen. Wow. Gibt es keine Möglichkeit, das Teil von hier aus abzuschalten? Das wollte ich noch sagen. Im Untergeschoss gibt es Notschalter. Dort sind zwei Schalttafeln. Du musst beide aktivieren. Das sollte das Monster bändigen. Ich melde mich später. Im Lärm bekommt Benny Kopfschmerzen. Nicht nur er. Nicht nur er. Da gab's gegrillte Rose. So. Aber wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Folge. Bis zum nächsten Tag und bye bye.